Ich nutze die Zeit und möchte mich nochmal bedanken bei allen für die Vorträge und für Ihre Anwesenheit. Auch von mir vielen Dank für die interessanten Vorträge. Also meine Frage richtet sich eigentlich an alle Referenten. Inwiefern kann man die Seelsorge denn als christlich, jüdisch oder islamisch bezeichnen? Oder wird man eher sagen, dass das eine Notlösung in der heutigen Gesellschaft ist? Also ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden, Sie haben zum Schluss gesagt, eine Notlösung. Genau, weil also aus islamischer Sicht zum Beispiel ist das ja eigentlich die Aufgabe der Angehörigen, der Familie, der Gemeinschaft. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was Sie sagen wollen. Ist Seelsorge sozusagen Ersatz für das, was eigentlich ja in einem stimmigen, religiös geprägten Umfeld, Familie, die soziale Gemeinschaft und so leisten müssen? Ja und nein. Also wenn wir im christlichen Verständnis davon ausgehen, dass jede und jeder berufen ist, Seelsorgerin oder Seelsorger zu sein, dass also nicht nur eine Beschreibung ist für einen hohen Grad an Professionalität, theologisch und entsprechend auch seelsorglich gebildeter Persönlichkeiten, die also zum Beispiel eine Zusatzausbildung in Krankenhausseelsorge oder Palliativseelsorge oder ähnliches Geriatrie gemacht haben, dann würde ich sagen, es ist nicht so entscheidend, wer seelsorglich handelt, sondern dass Seelsorge passiert. Und also das Verständnis von christlicher Gemeinde ist wesentlich auch, ein Raum zu sein, der, so hat das der jüngst verstorbene Religionspsychologe James W. Fowler mal formuliert, ein Raum bildet, der eine haltende Umgebung ist. Eine haltende Umgebung für Menschen, die in welcher Situation auch immer Unterstützung, Beratung, Begleitung aus Glauben und im Glauben brauchen. Und das Besondere oder der Unterschied zwischen Beratung und Seelsorge ist, und deshalb kommt dann Professionalität auch an passender Stelle ins Spiel, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger, die theologisch gebildet sind, die Möglichkeit haben, vor allem über das Gespräch, das ja immer noch die bedeutendste Form also der individuellen Seelsorge ist, die Möglichkeit hat, mit dem Patienten zusammen zu erschließen, was das, was ihm oder ihr geschieht oder widerfährt, auch an Leid und Schmerzen, an Fragen, die damit auch verbunden sind, nämlich wieso ich, wieso passiert mir das? Ist das nicht ungerecht, auch von Seiten Gottes her, diese Fragen also mit Begleitung zu stellen, wo dann eben auch theologische Angebote in Form von passenden biblischen Worten oder Erzählungen oder Teiltraditionen angeboten werden können. Aber zunächst mal ist jede und jeder aus christlicher Perspektive zumindest aufgerufen, Seelsorgerinnen und Seelsorger für die anderen zu sein. Ich habe meine gehört zu haben von meinen muslimischen Kollegen, von meinem jüdischen Kollegen, dass das auch die Sicht der abrahamischen Religionen verbindet. Ne? Wer für einen etwas tut, tut für die Menschheit etwas und wer einem schadet der Menschheit. Das ist dasselbe Grundverständnis. Im islamischen Sinne gibt es das gleiche Prinzip, aber es gibt auch die Stufen der Religiosität bzw. des Glaubens. Beispielsweise stellen wir mal als der erste Kalif Abu Bakr am Sterben lag, hat man ihm gesagt, bestimmte Sachen, wo man ihn berührt und sagte, ich brauche keine Medikation mehr, ich möchte gerne Gott treffen. Also tiefgläubige Menschen brauchen keine Seelsorge. Andere Menschen, die manchmal familiär belastet, beziehungsweise wie auch die Situation ist, dass sie auch an Gott zweifeln, beziehungsweise auch an die Barmherzigkeit oder an ihre Sünden, spielt die Seelsorge eine große Rolle, dass sie sie auch erinnern, dass etwas noch machbar ist, menschlich und bevor man auch stirbt. Wir merken auch manchmal bei den Fällen, die wir auch ab und zu berufen werden und sagen, ja, helfen Sie uns bei diesem Fall. Wir haben Patient XY, der hat das und das. Und dann merken wir mal, dass, aha,
da ist hier ein Problem, schicken wir jemanden, wenn wir können. Bei manchen Gemeinden haben wir das nicht, aber wir kommen langsam die Realität, wie tief der Glaube ist und wie auch die Konfrontation ist mit sowohl diesem Leben als auch jenes Leben, wie manche in diesem Moment vergessen sie zum Teil darauf zu konzentrieren. Wir helfen ihnen einfach, dass sie ganz in Ruhe entspannt denken, was ist noch für sie wichtig. Das ist auch ein kleiner Teil, aber entscheidender Teil, besonders in Bezug auf also das Verborgene, Al-Qada wal-Qadr. Weil alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Aber der Mensch hat auch in bestimmten Situationen etwas zu tun. Ja, also im Judentum ist es so, dass eins der größten Gebote ist, die Kranken zu besuchen. Und es geht ja nicht nur darum, dass man sie besucht, sondern ein Teil des Erfüllens von diesem Gebot ist, dass man auch Zeit mit ihnen verbringt, dass man versucht, ein bisschen das Leiden von ihnen zu verringern. Und es steht, dass jemand, der einen Kranken besucht, nimmt ein Sechzigstel von seiner Krankheit mit. Ja, das heißt, wenn ein Mensch nicht allein ist, wenn er besucht wird, wenn er weiß, dass jemand sich um ihn kümmert, dann geht es ihm auch ein bisschen besser. Und also dieses Gebot liegt an jedem Einzelnen. Aber ja, wir kennen nicht alle Kranken. Und nicht alle haben Freunde und nicht alle haben Verwandten. Und es kann sein, dass unter Umständen auch es jemanden gibt, der von jemandem besucht wird. Und da müssen wir als Gesellschaft natürlich einspringen und jemanden als Gesellschaft zur Verfügung stellen, der diese Menschen betreut. Also dieses Gebot gilt sowohl für jeden Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Ja. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, ich verstehe mich ja eigentlich in meiner Tätigkeit nicht als Seelsorger, ich bin ja ärztlich tätig. Ich habe es ja gesagt, dass ich eigentlich versuche, eine Atmosphäre zu schaffen, eine ruhige Atmosphäre, weil ja oft sehr viel Aufgeregtheit da ist von Angehörigen, aber auch vom Pflegedienst. Ich habe es einmal erlebt, da wurde ich zu einem jungen Mann gerufen, der im Endstadium eines Pankreaskarzinoms da lag. Und ich kam da in das jetzt relativ kleine Zimmer, wo er dann lag mit vielen Schläuchen und Flaschen und sonst was um sich herum. Es waren vier Krankenschwestern und die Ehefrau im Raum und der Patient lag ziemlich hilflos in der Mitte. Ich kam dann auch noch dazu. Ich habe dann nur sehr kurz mich mit ihm begrüßt, kurz mit den Schwestern gesprochen, was ich auffragen musste und bin dann wieder gegangen, habe gesagt, ich komme heute Abend wieder, dann ist mir rot, dann unterhalten wir uns mal. Also ich sehe meine Aufgabe mehr daran, wirklich eine gute Atmosphäre zu schaffen, meistens, wenn sie nicht da ist, ist meistens sowieso da, oder ein bisschen zu kanalisieren, wenn Fragen kommen, die ich aus buddhistischer Sicht beantworten kann, dann tue ich das. Wenn keine kommen, dann ist das für mich auch gut. Ja, glaube ich, noch eine Frage, bitte sehr. Vielen Dank an alle Referenten. Mein Name ist Halal, ich bin niedergelassener Arzt, Internist, Onkologe und Palliativmediziner. Es wurde heute viel über die Theorie von dieser kultursensiblen Pflege gesprochen. Ich finde, das ist gut und muss sein. Aber auf der anderen Seite vermisse ich genauso die praktische Umsetzung in die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft entwickelt sich schneller, als wir denken und Theorien stellen. Und leider solche Ansätze in unserer Gesellschaft, gerade in die Institute für Pflege, sowohl im Krankenhaus als auch im ambulanten Bereich viel weniger und später umgesetzt werden. Als Anbieter, ob ein Krankenhaus oder ein Pflegedienst, interessieren wir uns mehr Patienten von allen Kulturen zu gewinnen, zu behandeln, zu betreuen, aber denken wir weniger, wie dass wir mit diesen Patienten, mit ihren Kulturen umgehen können. Und als Beispiel... Darf ich ganz kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, entschuldigen Sie, kann ich Sie bitten, dass Sie die Frage... Als Beispiel, wie viele Muslimen, gerade junge, motivierte Muslimen, in Pflegepersonal eingesetzt werden. Oft werden
diesen jungen, motivierten Mädchen oder Frauen abgewiesen aufgrund ihrer Religion und ihrer Religionszugehörigkeit. Und im Gegenteil, ein gutes Beispiel ist große Hilfe für unsere Arbeit und unsere Patienten, dass wenn wir in unserem Pflegepersonal oder Krankenhauspersonal Personen in diese Kultur beschäftigen und auch gerade mit Patienten umgehen. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, auch schnell, praktisch. Noch schneller, bitte. Noch schneller. Für mich als Arzt interessiert mich nicht nur die medizinische Anamnese des Patienten, als auch viel wichtiger auch seine kulturelle, religiöse Anamnese. Und ich kann sicherlich nicht alle Regeln und Interessen von ihm wissen, aber kann man ihm immer fragen, was mit ihm gut sein kann. Und das hilft mir viel und schafft viel Vertrauen zu meiner Person. Vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank. Ja, also ich habe jetzt auf die Uhr geschaut, es ist jetzt Mittagspause. Wir hatten bis 14.15 Uhr jetzt Mittagspause. Ist noch eine dringende Frage da? Ganz, ganz dringend? Nein? Doch? Ganz dringend? Vielleicht können Sie dann in der Mittagspause nochmal die Referenten dann ansprechen. Vielleicht. Okay, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen auch eingestanden sind, dann nochmal ganz kurz die letzte Frage. Bitte lauter, noch lauter. Also, Sie sehen schon, nein, die Frage ist total wichtig und auch berechtigt, nur ist es, es öffnet nochmal ein ganz anderes, eine andere Perspektive, nochmal ein anderes Thema an sich. Deshalb, aber vielen Dank nochmal für den Input. Okay, einen Satz hören wir noch, aber ich ermutige Sie nochmal mit dem Referenten und Referentin zu sprechen. Vielen Dank. Ja, vielleicht, also wir hatten, ich glaube, im Anbetracht der Zeit, jeder hatte 20 Minuten, ne? Wir haben ja gesagt, klar, Sterben und Tod, das ist so ein Bereich, da kann jeder sofort sagen, das betrifft mich, das habe ich irgendwo schon mal erlebt. Wir hatten ja, wo wir dran waren, auch die anderen, ne? Geburt ist ein anderer Punkt und sicherlich sind Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen automatisch eingeschlossen mit, wenn wir sagen, wir wollen Religion sensibel pflegen oder der jüdische Mensch achtet auf bestimmte Dinge, der muslimische Mensch, der katholische, alles das ist mit einbegriffen und tatsächlich, es ist alles auch so in Werten. Viele Krankenhäuser setzen einige Dinge schon um, machen Punkte an die Wände, wo die Richtung Mekka ist, ne? Vielleicht zu Ihnen auch nochmal, also noch nicht alle, deswegen machen wir das in der Schule, in der Ausbildung von den Auszubildenden natürlich, das ist ein wichtiger Faktor mit. Aber geistig Beeinträchtigte in irgendeiner Weise, die sind mit eingeschlossen in dem, was wir sagen. Also das ist jetzt nicht, dass wir nur über einen Bereich sprechen. Ich glaube, das ist in Anbetracht der Zeit. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Letzten Endes sind aus buddhistischer Sicht sogar Tiere mit eingeschlossen. Das geht um alle fühlenden Wesen. Das war ein schönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geht's noch